ist natürlich hier ein Geschoss. GT2 RS Manta Racing Kit. Ja, ist schon fett. Boah. Das funktioniert recht ordentlich, würde ich behaupten. Einen wunderschönen guten Tag. Ihr seht, wir sind hier unweit vom Nürburgring. Die Autos sind hier alle am Start und geputzt. Ja, jetzt geht's hier mal Richtung Touristenfahrt, Touristeneinfahrt. Und dann schauen wir uns mal hier ein bisschen die Fahrzeuge an, hier bei der Hildegard. Hier ist schon ein gutes Aufgebot da. Ihr seht, das ist für mich immer noch ein so schönes Auto. Der Manta auch da. Schön, schön, schön. Also wie gesagt, hier ist heute nicht sehr voll, aber trotzdem genug los, um hier schöne Autos fahren zu sehen. Genießt den Tag hier bei herrlichem Wetter. Viel Spaß beim Video. Jetzt geht's los. Ja, Leute, ihr habt auf jeden Fall einen guten Fliegenschiss drauf hier. Der hat schon einige Runden heute gefahren. Einige Leben hat das heute schon gekostet, das Fahrzeug. Ja, mein erstes Auto, Avus blauer E36 kompakt mit M-Paket. Tja. Ah, da hinten haben wir schon einen McLaren, der kommt da auch schön. Ah, jetzt kommt er hier vorbei. Schönes Blau. Ah, sehr schöne Farbe. Sehr cool. L600 LT, das ist einfach echt ein geiles Auto, auch in der Farbe, sehr schön. Ja, manchmal geht es auch mit dem E91. Ja, Carbonhaube vorne drauf, schön der Porsche. Öscher, Jungens. Ja, aus der Schweiz haben wir heute viele Leute da auf jeden Fall. Sind heute ganz üppig dimensioniert hier Richtung Nürburgring. Parkplätze sind dann doch etwas rar hier. Jetzt schauen wir uns mal die Fahrzeuge an, die sich heute hier versammelt haben. Gucken uns mal hier ein paar schöne Exponate auf jeden Fall an. Heute
viele Rechtsgelenkte hier auf jeden Fall am Start. Schöner M2 Competition, wie gesagt, cool aufgebaut als Track Tool. Dann haben wir hier ein GT3, ebenfalls ein schönes Auto. Ja, hier stehen eigentlich nur schöne Autos heute. Ja. Ah, ist knapp, aber er setzt nicht auf. Schön, die M2-Flotte hier. Hier haben wir quasi ein V4. Ja, und ihr seht schon anhand des durchlaufenden Verkehrs hier, so voll ist es jetzt nicht auf der Strecke aktuell, ne? Also das ist alles okay heute. Das ist auch eine sehr coole Kombination hier. Weiß, Carbonhaube, Magnesiumfelgen. Also das funktioniert auch, definitiv. Der Jupp Motorsport ist da. 325. Also, wie gesagt, schön leicht, schön leer innen drin. Das sollte schon funktionieren. Ja, und hier kommen immer Erinnerungen. C6 Z06 hier. Ja, sehr cool. Ja, Freunde, jetzt sind wir hier angekommen, unten in Adenau, direkt an der Cockpit Bistro und Bar. Waren gerade auch lecker essen. Die machen immer vorzügliche Geschichten. Heute gab es Erbsensuppe und dann einmal Bandnudeln mit Hähnchen. Traumhaft, also wirklich, es ist fast so schade, Currywurst Pommes zu holen. Auch die sind sehr gut und entsprechen nicht der üblichen Currywurst Pommes aus der Pommesbude, sondern echt top. Aber die machen so leckeres Essen, ey. Ich kann nur Nudeln mit Rindergulasch empfehlen. Das ist immer ein Traum hier. Ja, haben wir einen Cayman GT4. Auch schon ein bisschen gefahren worden heute. Ja, das ist auch ein sehr schneller E36 hier immer. Schönes Auto. Schön. Ah, Manta B, geil. Ja, schönen Gruß an die Jungs. Coole Kisten. Ja, manchmal muss es auch E63 Touring hier sein, aber gut, ich glaube, die Bremse, die hat ganz schön zu kämpfen, wenn der auch auf der Strecke mal ein paar Ründchen was fährt. Ja. Viele Autos, Custom Racing. Ja, es gibt halt nichts, was es nicht gibt hier. Auch mal so ein Super 7 Nachbau.
Toyota Corolla muss auch auf die Strecke. Ja, und hier haben wir auch einen Mitstreiter zu Felix Kompakt heute in Blau. Es wäre eigentlich cool, wenn die beiden gleich mal eine Runde zusammenfahren würden hier. Ja. Alles gut. Bindemittel verstreut, wieder einer Flüssigkeiten verloren. Was willst du jetzt da machen? Ne? Aber die Jungs sind immer zur Stelle, helfen hier. Da können wir froh sein, dass wir die haben. Ohne die wäre auch hier verkehrstechnisch immer Chaos. Also von daher passt das schon ganz gut. Da haben wir einen neuen M3. Schöne Farbe auch. Schauen wir doch mal, was wir hier noch stehen haben. Ja, Mitsubishi Evo, auch sehr cool. Ja, schön aus Litauen hier mit dem GT3. Felix fährt gerade. Schauen wir doch mal, wann der gleich zurückkommt hier. Ja, auch sehr schön. M2 mit der Carbonlippe vorne dran. Hier, ja, Parkplätze sind rar, auch wenn hier kein Stau entsteht. Auf der Strecke haben wir auch diesmal keinen Stau, also das ist schon alles okay.